Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 73 Gedankenspiele Zweiter Teil. Im vierten Stock näherten sich die beiden Freunde langsam der Bibliothek, als Harry plötzlich fragte: Warum durfte ich vorhin eigentlich so schnell zu Ginny ins Zimmer gehen? Ron erklärte ihm: Naja, so ein Blutzauber ist ja nicht blöd, weißt du? Er kann etwas mitdenken. Mitdenken? Wiederholte Harry ungläubig. Ja, natürlich. Wie glaubst du wohl, hat der Zauber gearbeitet, den Dumbledore zum Schutz des Steins der Weisen gelegt hat? Nur derjenige, der den Stein finden, aber nicht benutzen wollte, wird ihn in den Händen halten können. Woher sonst sollte der Schutzzauber wissen, dass du den Stein nur finden wolltest? Er hat mitgedacht, Harry. Der Blutzauber am Ginnys Zimmer hat auch mitgedacht. Und er wusste, dass die Verlobung von Herzen kam und nicht nur, damit du ins Zimmer kannst. Erklärte Ron ausführlich. Harry und Ron hatten die Bibliothek erreicht und näherten sich leise Hermine, die konzentriert in einem Buch las und ab und an Eis aus einem Becher löffelte. Buh! Machte Ron, als er um das Bücherregal schmulte und Hermine hüpfte vor Schreck einmal in die Höhe. Warum macht es euch eigentlich so viel Spaß, Leute zu erschrecken? Meckerte sie mit einem Lächeln auf den Lippen. Nicht Leute, Hermine. Dich! Erwiderte Ron schelmisch, bevor er sich zusammen mit Harry ihr gegenüber an den Tisch setzte. »Wie geht's deinem Hals?« fragte Ron, der besorgt auf den weißen Seidenschal blickte. »Geht schon wieder, ist nur noch etwas blau«, sagte sie, bevor sie den Schal beiseite zog, damit Ron und Harry einen Blick darauf werfen konnten. Gleich darauf betrachtete Ron das Chaos auf dem Tisch. »Wie in alten Zeiten, was?« schwärmte Ron, der mit einem Finger über das dicke Buch fuhr, welches Hermine sich gerade mental einverleibte. »Jungs, ich muss euch etwas Wichtiges sagen«, sagte sie plötzlich. Ron unterbrach. »Nein, wir sind hier, um dir was ganz Wichtiges zu sagen. Wir haben nämlich etwas herausgefunden.« Hermine beharrte jedoch darauf, dass ihre Information die wichtigere wäre. Harry unterbrach die beiden und erklärte: Wir haben was über die Veränderung von Augenfarben herausgefunden. Überlegen lächelnd stimmte Ron seinem Freund wildnickend zu, aber Hermine kniff lediglich die Augen zusammen und konterte. Ach komisch, ich nämlich auch, aber ich schwöre. Dieses Mal unterbrach Ron, der vorschlug. Wir können ja eine Münze werfen, wer als erster reden darf. Hermine kennzeichnete mit einem Stück Papier die Seite, auf der sie aktuell las, bevor sie das Buch zuschlug, sich an die Rückenlehne anschmiegte und die Arme vor der Brust zusammenschlug. Harry grinste, knuffte Ron mit dem Ellenbogen an und sagte: Das heißt wohl, dass wir als Erste reden dürfen? Na dann, Hermine, du wirst es nicht glauben, was Dad uns erzählt hat. Es gab früher im Ministerium so komische Geschichten. Sie schüttelte den Kopf und warf vor: Tatsachen, Ron. Keine Gruselgeschichten, sondern Tatsachen will ich hören. Seinen Freund unterstützen, sagte Harry. Hermine, das ist wirklich interessant. Vielleicht kann man da etwas mehr rausbekommen. Es geht um die Augenfarben von... Hey, ich wollte das erzählen. Das ist mein Dad. Sagte Ron kindisch eingeschnappt, sodass Harry und Hermine wie junge Schüler giggeln mussten. Also... Dad hat erzählt, dass die Gefangenen, die dem Kuss der Dementoren ausgesetzt gewesen waren, und ich meine den endgültigen Kuss, wo ihm die Seele ausgelutscht wird, danach eine andere Augenfarbe hatten. Erzählte Ron, der mächtig stolz darauf war, eine so wichtige Information weitergeben zu können. Ron und Harry nickten zu Hermine hinüber, die jedoch nur die Stirn in Falten schlug und fragte: Gibt es dafür Beweise? Damit hatte Ron nicht gerechnet. Aber er versprach: Ich werde mal Dad fragen, ob es da irgendwelche Akten gibt, wo man es festgehalten hat. Noch haben wir nichts außer seiner Aussage.
als Hermine die Augenbrauen in die Höhe zog und die Lippen zusammenkniff. Da sagte Ron selbstsicher: Mein Dad ist Minister. Ich glaube, ihm kann man so eine Geschichte ruhig glauben, Hermine. Sie blickte starr auf das Buch vor sich, während Ron und Harry den Moment still abwarteten, denn sie wussten, dass Hermine zuvor angestrengt nachdenken wollte, bevor sie sich zu dieser Information äußern würde. In der Zwischenzeit robbte Rons Hand fast unmerklich auf dem Tisch nach vorn, um sich dem Eisbecher zu nähern. Hermine bemerkte das und räusperte sich, sodass Ron sein Vorhaben, etwas Süßes zu stibitzen, augenblicklich aufgab. Noch während sie auf Hermines Meinung warteten, die sich in ihrem Kopf zu den Neuigkeiten formte, bemerkte Harry plötzlich, wie der Becher Eis sich wie von Geisterhand auf dem Tisch in kleinen Etappen in Richtung Ron bewegte, sodass Harry seinen Ellbogen auf die Tischplatte lehnte, damit er seinen Mund mit einer Hand bedecken konnte. Denn jetzt fing er schon wieder an zu grinsen. Ron zauberte wortlos und mit unbemerklichen Handbewegungen unter dem Tisch den Becher immer näher an sich heran. Harry wusste, dass Hermine das nicht entgangen sein konnte, auch wenn sie gerade weiterhin in Gedanken alle Informationen kombinierte. Alle am Tisch wussten, was Ron hier gerade versuchte, und das machte die Situation noch witziger. Ron erschrak, als Hermine sich endlich aus ihrer Grübelstarre gelöst hatte und ihm unverhofft den Becher vor die Nase knallte, was Harry laut zum Lachen brachte. Gleich darauf fragte sie: Inwiefern sollen sich die Augenfarben der Gefangenen verändert haben? Mit vollem Mund, weil Ron sich gerade einen großen Löffel Schokoladeneis genehmigt hatte, antwortete er: Mit bierernster Miene wandte sich Hermine an Harry und fragte: Kannst du das bitte übersetzen? Lachend antwortete Harry: Ja, er sagte, die sollen schwarz geworden sein. Arthur meinte, die Iris wäre so schwarz wie die Pupille geworden. Allerdings weiß er das nur vom Hörensagen, und da es ja auch schon länger keine Dementoren mehr gibt, die fürs Ministerium arbeiten, kann er als neuer Minister das nicht zu 100% bestätigen. Harry sah seine Chance gekommen und fragte: Ich dachte immer, wenn ein Dementor einen küsst, dann wäre man tot. Nein, warf Hermine selbstsicher ein. Man stirbt daran nicht, man lebt ohne Seele weiter. Wie soll das gehen? Fragte Harry plötzlich ernst. Dieses Thema war ihm ein Gräuel, denn Sirius sollte damals von einem Dementor geküsst werden, nachdem er in Hogwarts gefangen worden war. Ron hörte auf zu essen und verzog angewidert das Gesicht, als er Hermine lauschte, die für die beiden mit trübsinniger Stimme erklärte: Wird die Seele von einem Dementor ausgesaugt, dann bleibt eine lebendige Hülle zurück, ohne jegliche Gefühle und Persönlichkeit. Man funktioniert noch, aber man ist innerlich tot. Ich will es mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Wahrscheinlich fühlt so jemand gar nichts mehr. Es ist einfach grausam und ich bin wirklich sehr froh, dass das Ministerium nicht mehr auf Dementoren zurückgreift. Egal, was jemand für ein Verbrechen begangen hat, so etwas hat niemand als Strafe verdient. Ich bin froh, dass wir Sirius davor bewahren konnten, sagte Harry. Er seufzte einmal, als hätte er eine schwere Last getragen, bevor er fragte: Was hast du rausbekommen, Hermine? Es dauerte einen Moment, bis sie antwortete, denn in ihrem Kopf begannen sich schon wieder Fäden zu spinnen, die eine Tatsache mit der anderen kombinierten, um auf eine Lösung zu kommen. Letztendlich blickte sie auf das Buch vor sich und erzählte von ihrem Gespräch mit Sir Nicholas. Er hat gesagt, er hätte so eine farbliche Veränderung der Augen schon einmal bei jemandem festgestellt. Er war damals Schüler hier und war nach 3 Jahren als Lehrer zurückgekommen. Aber da waren die Augen noch normal. Sir Nicholas meinte, ein Jahr später wären seine Augen plötzlich von einem Tag auf den anderen dunkel geworden. Momentan versucht er sich an das genaue Datum zu erinnern, aber... Ron warf ein. Ja, wir haben ihn mit Sir Cadogan reden hören. Der fast kopflose Nick hat versucht, Erinnerungen an ein Gespräch wieder zu erwecken, das wohl ziemlich lange zurückliegen muss, denn Sir Cadogan konnte sich nicht erinnern. Harry bemerkte, dass Hermine etwas schwer zu schaffen machte, weshalb er fragte: Hat Sir Nicholas noch etwas gesagt?
Sie blickte auf und schaute erst Ron, dann Harry eindringlich an, bevor sie sagte: Er hat mir gesagt, wer der ehemalige Schüler war. Spannung lag in der Luft, aber niemand sagte etwas, während Hermine die Zeit nutzte, um einmal tief durchzuatmen, bevor sie sagte: Es war... Wie aus der Pistole geschossen, vollendete Harry den Satz mit den Worten: Severus Snape! Nachdem sich jeder die Information über verdunkelte Augen von Gefangenen in Azkaban und dem, was Hermine über Sir Nicholas' Beobachtung erzählt hatte, verarbeitet hatte, sagte Ron als erster: Ich sehe da aber keinen Zusammenhang zwischen Snape und einem Dementorkuss. Das passt nicht. Harry gab Ron recht und sagte: Ich glaube nicht, dass diese beiden Dinge miteinander in Verbindung stehen könnten, Mine. Glaubst du das etwa? Hermine wollte gerade ihre These unterlegen, als Harry sie unterbrach und sagte: Du hast selbst eben gesagt, dass eine lebendige Hülle zurückbleibt, ohne jegliche Gefühle oder Persönlichkeit. Da muss ich jetzt Harry recht geben, Hermine. Ich mache das ungern, aber ich muss Snape an dieser Stelle verteidigen. Er hat definitiv eine Persönlichkeit, wenn auch nicht die beste, sagte Ron, bevor er das Gesicht verzog. Ja, warf Harry ein. Snape hat Charakter, zwar keinen vorbildlichen, aber er zeigt Gefühle, selbst wenn die meist zorniger Natur sind. Er ist keinesfalls ohne Persönlichkeit. Er kann einfach nicht geküsst worden sein. Hermine lauschte den Meinungen ihrer besten Freunde und sagte daraufhin: Harry, du hast doch mal gesagt, dass Snape die meiste Zeit über deprimiert wirkt. Das könnte schon alles passen. Wenn ich so nachdenke, dann hat ein Dementorenkuss ähnliche Auswirkungen wie eine Lobotomie. Eine was? Fragte Ron verdutzt, während Harry nur angeekelt das Gesicht verzog, denn er wusste, wovon Hermine sprach. Aufgrund von Rons Frage erklärte sie: Das ist eine Behandlungsmethode bei Muggeln gewesen. Man hat... Sie schämte sich sichtlich für ihre Mitmuggel. Auffällige Personen dieser Behandlung unterzogen, sehr häufig gegen ihren Willen. Ich meine, das waren oft Menschen, die aus heutiger Sicht gar nicht als krank diagnostiziert werden würden. Wie zum Beispiel Homosexuelle, Kommunisten und... Sie stockte wieder und atmete zitternd aus. Sogar hyperaktive Kinder. Rons Augen wurden ganz groß, als er fragte: Und was hat man bitteschön mit denen gemacht? Sie musste kräftig schlucken, bevor sie erklärte: Man dachte früher, man könnte sie heilen, indem man die graue Substanz des Kortexlappens schädigt oder auch die weiße Substanz des Zentralnervensystems. Man hat ihr Gehirn absichtlich geschädigt, Ron. Zurück blieben Patienten mit Persönlichkeitsveränderungen, Emotionalität und Antrieb blieben völlig auf der Strecke. Die Patienten waren danach gefühlsgestört und... Sie konnte nicht weiterreden, weil sie das Thema momentan zu grauenvoll fand, um sich jetzt damit beschäftigen zu wollen. Die ganze Zeit über hatte Ron ihren Ausführungen gelauscht, bis er letztlich angewidert sagte: Die Muggel sind echt krank. Hermine konterte aufgebracht: Ach ja, die Muggel haben vor 2 Jahrzehnten damit aufgehört, während in der Zaubererwelt noch vor wenigen Jahren auf Dementorenküsse gesetzt wurde. Deren Auswirkungen ja wohl nicht gerade viel besser sind. Hey, hey, wir wollen keinen Streit entfachen, sagte Harry mit hochgehaltenen Händen. Es stimmt schon, dass die Auswirkungen eines Dementorenkusses und die einer Lobotomie große Ähnlichkeit aufweisen. Beides ist genauso grauenvoll. Ron hielt es weiterhin nicht für möglich, dass Snape einem Dementor ausgesetzt worden sein könnte. Bevor Hermine etwas sagen würde, nahm Ron ihr den Wind aus den Segeln und sagte: Du hast selbst von seinen Gefühlsausbrüchen erzählt, Mine. Die waren ja nicht immer zorniger Art. Harry hat so etwas bei ihm ja auch erlebt. Nein, Snape kann unmöglich von einem Dementor geküsst worden sein, wenn er so dermaßen emotional reagieren kann. Es schien, als würde Hermine nicht zuhören, denn ihr Blick fiel auf das Buch, das vor ihr auf dem Tisch lag. Und sie schürzte ihre Lippen, was Harry glauben ließ, sie würde momentan so sehr nachdenken, dass sie nichts anderes mehr wahrnehmen würde. Plötzlich stoppte sie Rons geäußerte Anmerkung mit einer Handbewegung, bevor sie in die Runde fragte: Seit wann hat er eigentlich diese Gefühlsanwandlungen? Ich meine, früher war er ja auch immer reserviert, um kaum aus der Ruhe zu bringen. Seit wann ist das so anders?
Die beiden Kumpels schauten sich verdattert an, bis jeder für sich nachdachte und Harry als erster erklärte: Naja, früher ist der bei mir zweimal richtig ausgerastet. Das eine Mal wegen dem Dekarium und das andere... Wieso? Was war denn mit dir und deinem Dekarium? Fragte Ron mit zusammengezogenen Augenbrauen. Das erzähle ich dir später, Ron, sagte Harry, bevor er sich wieder an die beiden wandte. Das zweite Mal war am Ende des 6. Schuljahres, wo er mit Draco abgehauen ist und ich ihm hinterhergelaufen bin. Ich hatte ihn Feigling genannt. Ach, jetzt verstehe ich, was du mit »Ich habe ihn einmal ein Feigling genannt« während deiner Rede bei der Ordensverleihung gemeint hast. Warum hast du das vorher nie erzählt? Warf Ron ein. Ich war nicht stolz drauf, ihn so genannt zu haben. Er hat mir immerhin den Hinweis gegeben, ich solle endlich lernen, meinen Mund zu halten und meine Gedanken zu verschließen. Ein paar Tage, nachdem die beiden verschwunden waren, habe ich erst angefangen, mich zu fragen, warum er mir als Verräter solche Tipps gegeben hatte. Aber wir driften ab. Bei der Denkarium-Sache hätte er mir fast eine gescheuert, und nachdem ich ihn Feigling genannt hatte, da ist ihm die Hand tatsächlich ausgerutscht. Hermine zuckte einmal mit den Schultern und sagte verteidigend: Passiert selbst den besten Pädagogen, auch wenn so eine Ohrfeige natürlich niemals gut zu heißen ist. War offensichtlich eine Überreaktion, weil er mit der Gesamtsituation völlig überfordert war, und im Nachhinein ist das auch nachvollziehbar. Snape und Draco waren gerade dabei, sich gegen Voldemort zu stellen. Das ist schon ein schwieriger und riskanter Schritt gewesen, und da kommst du dann auch noch und nennst ihn einfach Feigling. Ich hätte dir unter solchen Umständen wahrscheinlich auch eine Ohrfeige gegeben. Harry zog beide Augenbrauen in die Höhe, bevor er witzelte: Danke, gut zu wissen, Mine. Einen Moment lang grübelte Ron nach, bevor er sagte: Mir gegenüber ist er nie ausgerastet. Selbst als ich damals gesagt hatte, Snape könnte sowieso niemanden leiden und er hat das gehört, da ist er völlig ruhig geblieben. Wann soll das denn bitte gewesen sein? Fragte Hermine mit zusammengezogenen Augenbrauen, weil sie sich an so eine Situation gar nicht erinnern konnte. Harry antwortete an Rons Statt, als ihm plötzlich einfiel: Ach ja, das war Anfang des 2. Schuljahres. Ron und ich sind doch mit dem Auto nachgekommen und wir haben durch die Fenster in die große Halle geschaut. Uns ist aufgefallen, dass Snape nicht da war und da haben wir Witzchen gemacht, von wegen, vielleicht ist er ja krank oder er ist möglicherweise gefeuert worden, weil ihn ja eh keiner ausstehen kann. Ron nickte und erzählte zu Ende. Dann haben wir seine Stimme hinter uns gehört und er sagte... Ron verstellte seine Stimme, um wie Snape zu sprechen. Vielleicht wartet er darauf, von euch zu hören, warum ihr nicht mit dem Schulzug gekommen seid. Mann, habe ich mich da vielleicht erschrocken. Der muss alles gehört haben. Das war mir irgendwie peinlich. Nervös tippte Hermine mit ihren Fingern auf dem Buch herum, bevor sie ihre ursprüngliche Frage wiederholte. Seit wann also hat er diese Gefühlsausbrüche, mit denen Harry und ich jetzt klarkommen müssen? Harry biss sich auf die Unterlippe, während er überlegte, und dann fiel ihm ganz plötzlich ein: Ja, natürlich, das ist seit Voldemorts Tod so. Das allererste Mal war es gleich nach dem Sieg, als Dumbledore aufgetaucht ist und Severus sogar weinen musste. Er hat geweint? Habe ich gar nicht mitbekommen, sagte Ron, der damals vor Hogwarts zusammen mit seiner gesamten Familie und natürlich Hermine an Harrys Seite gekämpft hatte. Er wollte es ja auch noch unterdrücken, aber ich hab's gehört und gesehen. Er war hin und weg völlig zerrissen von seinen Gefühlen, erklärte Harry. Mit einem überlegten Gesichtsausdruck fragte Hermine: Harry, kann es sein, dass deine jetzigen Gefühlsausbrüche überwiegend in deiner Nähe stattgefunden haben? Als er nicht antwortete, zählte sie auf. Überleg doch mal, gleich nach Voldemorts Tod, dann der Tag vor der Wiedereröffnung von Hogwarts, wo er dir das erste Mal einen Hinweis auf das gegeben hat, was 20 Jahre zurückliegen soll. Dann noch, als er sauer war und dir den Hund überlassen hat, das mit deiner Babydecke, der Streit mit Sirius und Remus und als er dich in der Nacht von Nikolas Geburt ans Schlafittchen genommen hat. Harry konterte im Gegenzug. Und wie war es bei dir, als er sagte, deine Freundschaft würde ihm viel bedeuten? Und als er dir das Angebot zur Schülerin gemacht hat? Oder dein persönlicher Denkariumsvorfall? 6-3 für Harry,
sagte Ron, wie der Moderator eines Quidditch-Spiels. Sich kurz räuspernd schilderte Hermine. Naja, da waren bei mir noch Kleinigkeiten, nichts Weltbewegendes. Einmal war er so durcheinander, dass ihm fast ein Fehler beim Brauen unterlaufen wäre. Das war aber, weil er wegen seines gestohlenen Traums so fertig war. Da fällt mir ein, wir wollten doch ein Denkarium beschaffen. Hast du deinen Dad schon gefragt, ob wir ein Denkarium im Ministerium benutzen dürfen, Ron? Ja, hab ich. Aber wir dürfen da nicht ran. Das wird für Verhöre und Verhandlungen benutzt. Aber Angelina meinte, sie würde jemanden kennen und sie fragt dort mal nach. Antwortete Ron. Hermine verzog unmerklich das Gesicht bei der Erwähnung von Angelina, was offensichtlich nur Harry bemerkte, bevor sie sagte: Okay, sag Bescheid, wenn du was klar machen konntest. Sie seufzte einmal, bevor sie zusammentrug. Dann ist Snape also seit Voldemorts Tod anders. Harry zuckte mit den Schultern und gab zu bedenken: Naja, wir wissen ja nicht, wie er in den 5 Jahren drauf war, als er mit Draco unterwegs war. Man könnte Draco mal fragen. Du könntest Draco mal fragen, Harry, sagte Ron bestimmend. Erklärend fügte er hinzu: Ich kann mich mit ihm höchstens über Quidditch unterhalten, aber nicht mehr. Hermine äußerte ihre Bedenken, indem sie ironisch sagte: Fällt auch gar nicht auf, wenn Harry mal eben Draco über Snape ausfragt, wo er doch sonst so selten mit ihm spricht. Draco wird das eventuell an Snape weitergeben und der wird dann nur noch mehr die Schotten dicht machen. Nein, das lass mal lieber sein, Harry. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Snape seit Voldemorts Ableben anders ist. In seinem Traum zeigen sich ja bereits etliche Veränderungen, die sein Leben betreffen, wenn ich mal laienhaft eine Traumdeutung aus dem Stegreif machen darf. Hermine lenkte das Gespräch nochmals auf ihre Vermutung, Snape könnte in seinem Leben von einem Dementoren angefallen worden sein. Hier begannen ihre beiden Freunde wieder mit den Gegenargumenten, denn sie hatten Hermine nur von der Auswirkung eines Dementorkusses erzählen wollen, damit sie noch andere Ideen bekäme. Eine Weile hörte sich Hermine die Gegenargumente ihrer Freunde an, bevor sie sich nach vorn beugte und flüsterte: Aber was wissen wir denn schon über die Küsse von Dementoren? Sie blickte Harry und Ron einmal in die Augen, bevor sie leise sagte: Außerdem sind Snapes Augen ja auch nicht völlig schwarz. Das waren sie nie. Sie sind nur extrem dunkelbraun, nur fast schwarz. Ich habe jedenfalls immer noch die Pupille sehen können. Und Nick hatte ja gesagt, dass die Augen von Snape, als er hier schon als Lehrer gearbeitet hat, von einem Tag zum anderen so dunkel geworden waren, wie wir sie alle kennen. Was heißt das jetzt wieder? Fragte Harry, den langsam ein seltsames Gefühl beschlich, sodass ihm eine Gänsehaut den Rücken hinunterlief. Was, wenn jemand den Dementor vertrieben hat? Was, wenn der Dementor die Seele schon teilweise vertilgt hat und Snape jetzt nur noch einen kümmerlichen Rest seiner selbst in sich birgt? Erwiderte Hermine flüsternd. Harry schüttelte sich bei dem Gedanken, bevor er noch leiser fragte: Ist das denn überhaupt möglich? Sie zuckte gleichgültig einmal mit den Schultern, bevor sie sich wieder gerade hinsetzte und in normaler Lautstärke erwiderte: Keine Ahnung, ist nur eine Theorie von mir. Du und deine Theorien, Hermine. Du bist echt gruselig, weißt du das? Warf Ron ihr vor. Dann stellte er eine eigene Theorie auf. Wenn ein Dementor eine Seele aussaugt, dann doch wohl im Stück, oder? Ich meine, warum sollte er sie zerreißen, wenn er sie ganz verschlingen kann? Seine Seele zerreißt man doch nur, wenn man einen Horcrux herstellen will. Aber sonst? Schnippisch konterte Hermine. Hast du etwa ein O in der Haltung und Pflege von Dementoren? Oder warum willst du so gut über deren Essgewohnheiten Bescheid wissen? Nicht einmal ich weiß, ob Dementoren von einer Seele... Sie suchte ein Wort. Stückchen abbeißen können, um länger etwas davon zu haben, oder ob sie immer nur gierig in einem Stück verschlingen. Harry schaltete sich ein und sagte: Hey, bitte, nicht streiten, ja? Zeitgleich sagte Hermine mit einer Unschuldsmiene: Wir streiten doch überhaupt nicht. Ein Moment schoss Harry die Erinnerung daran durch den Kopf, als er bei Ginny vor dem Krankenhauszimmer gestanden hatte und der Severus über den Geburtsverlauf ausfragen wollte. Er erzählte das seinen beiden Freunden und sagte am Ende: Ich habe ihm vorgeworfen,
dass er wohl nie eine Freundin gehabt hätte. Denn sonst würde er verstehen, warum ich mich so um sie und das Kind sorge. Oh, das ist so süß von dir, Harry, sagte Hermine strahlend. Süß? Fand er das gar nicht. Der ist mir an den Kragen gegangen. Er war so dicht bei mir, dass ich seine Augen ganz genau vor mir sehen konnte, dunkel und finster. Aber ich hatte keine Angst und habe ihm gesagt, dass ich Ginny liebe und... Oh, Harry, das ist... Hermine, lass den Mann bitte mal ausreden, ja? Ist ja schlimm, dieses Geschmachte. Ron wandte sich zu Harry und bat vorgetäuscht ernst. Erzähl einfach weiter und ignoriere alle, oh wie süß, damit wir hier mal vorankommen. Nur kurz wurde Harry von einem Lachanfall gepackt, bevor er weitererzählte. Als ich da von Ginny geschwärmt habe, von Liebe gesprochen habe, da sind seine Augen vor meinen Augen plötzlich heller und wärmer geworden. Aber nur so lange, wie ich geredet habe. Habe ich aufgehört, sind sie wieder langsam schwarz geworden. Das ist im Nachhinein richtig gruselig. Natürlich ist das gruselig. Wir sprechen ja auch von Snape, erklärte Ron plump. Harry erwähnte noch, ach ja, er ist dann sehr früh morgens zu mir gekommen und hat mir gesagt, es wäre ein Junge und beide wären gesund. Ron fiel vor lauter Staunen die Kinnlade beinahe auf den Tisch, bevor Hermine leise erklärte. Das hätte Snape gar nicht gedurft, Harry. Indem er dir das gesagt hat, hat er ein großes Risiko auf sich genommen. Ist dir das überhaupt klar? Ron stimmte ihr nickend zu und erklärte, es hätte mit dem Gesetz zum Schutz der Mutter und des Neugeborenen zu tun. Wow, das macht mich jetzt wirklich sprachlos, brachte Harry heraus, bevor er das Grübeln begann. Denn warum sollte Severus sich so einer Gefahr aussetzen, nur um ihm einen Gefallen zu tun? Möglicherweise, dachte Harry, hätte Severus ihm nur Bescheid gegeben, weil er ihn bei Hermine in der Bibliothek erwischt hatte. Er wollte das seinen Freunden heute unbedingt erzählen, aber Schuldgefühle wollten sich in ihm breit machen. Severus hatte ihm die Neuigkeiten in Bezug auf die Geburt überbracht, obwohl es ihm nicht erlaubt gewesen war. Womöglich erwartete Severus als Gegenleistung, dass er dafür den Mund halten würde. Harry seufzte, bevor er sich zusammenriss und sagte, »Neulich, wo ich dich in der Bibliothek hier besucht habe, naja, mein Elf hatte dir ja dein Eis gebracht und...« Harry wurde von Hermine unterbrochen, die ungläubig fragte, »Sag mal, petzt er jetzt auch noch?« Er musste einmal schlucken, bevor er erklärte, »Ich war gerade beim Quidditch mit meinen Schülern, Mr. Svelte und...« »Mr. Svelte habe ich kennengelernt. Der ist ganz nett, findest du nicht?« fragte Hermine grinsend. Mit zusammengekniffenen Augenbrauen fragte Ron, »Wer bitteschön ist denn Mr. Svelte?« Harry erklärte, »Das ist der neue Lehrer für die Pflege magischer Geschöpfe.« »Ja, ein ganz hinreißender Mann ist das,« schwärmte Hermine, die sich damit seltsame Blicke von ihren beiden Freunden einfing. Harry zuckte mit den Schultern und meinte, »Ich finde ihn etwas komisch, der schaut mich manchmal so seltsam an.« »Du bist Harry Potter, Alter. Natürlich glotzt er erstmal eine Runde, bis er sicher sein kann, dass er tatsächlich dein Kollege sein darf,« versuchte Ron zu erklären. Kleinlaut fügte er hinzu, »Er trägt aber keinen Turban oder so.« Schnaufend vor Lachen verneinte Harry. »Mr. Svelte ist wirklich sehr nett. Er hat mir erzählt, dass er Kniesel zu Hause züchtet und ein Weibchen wirft wohl bald. Mal sehen, vielleicht schenkt er mir ja ein Junges,« hoffte Hermine, die gleich darauf in den Eisbecher starrte und bereute, nur einen Becher mitgenommen zu haben und den auch noch mit dem Nimmersatt Ron geteilt zu haben. »Was ich eigentlich erzählen wollte, war...« Wieder wurde Harry unterbrochen, denn Ron schlug ihm auf die Schulter und sagte, »Klar, wir waren beim Quidditch. Warst du Sucher? Dann habt ihr sicher gewonnen.« Harry lachte, während er sich überlegte, warum es für ihn so schwer war, Hermine einfach mitzuteilen, dass Severus sie beobachtet hatte. Stattdessen erklärte Ron, dass er den Hüter mimen musste und dabei eine ziemlich erbärmliche Figur abgegeben hatte. »Ja, das glaube ich dir aufs Wort, Harry. Du bist einfach kein Hüter. Du bist ein geborener Sucher. Vielleicht können wir ja irgendwann mal einige Leute zusammentrommeln und sein Quidditch-Feld mieten und dann...« »Ron,
Hier muss ich jetzt mal unterbrechen. Es geht hier nicht um Quidditch, sagte Hermine streng. Ja, Hermine hat recht. Aber auf deinen Vorschlag, Ron, werde ich zurückkommen, sagte Harry lächelnd und mit dem Zeigefinger kurz auf Ron deutend. Er seufzte nochmals, denn langsam näherte sich dem unangenehmen Thema. Würde Hermine ausrasten, wenn sie erfahren würde, was Harry beobachtet hatte? Würde sie aufspringen und auf der Stelle Severus aufsuchen, um ihn zur Rede zu stellen? Also, ich schwebe da vor meinem Tor und plötzlich erscheint Wobble und nach einem kurzen Plopp erschien Wobble, der immer auftauchte, wenn Harry seinen Namen laut sagte und er fragte: Sie haben mich gerufen, Mr. Potter? Bevor Harry verneinen konnte, sagte Hermine: Ach, Wobble, schön, dass du da bist. Kannst du mir noch so ein... Sie zeigte ihm den Becher. Eis vorbeibringen? Das wäre zu lieb von dir. Sie lächelte ihn so breit an, dass ihm nichts anderes blieb, als fröhlich zurückzulächeln. Mit einem weiteren Plopp verschwand er wieder. Ja, fuhr Harry fort, so muss es beim letzten Mal auch gewesen sein. Nur, dass er nicht gleich dein Eis geholt hat, sondern zu mir gekommen ist. Wie jetzt, um zu petzen, dass ich Eis in der Bibliothek esse? Fragte Hermine in dem Moment, als Wobble mit einem neuen Becher auftauchte, ihn auf den Tisch abstellte und danach wieder verschwand. Nein, Hermine, er hat mir gesagt, er meinte, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ohne dass du dabei austickst, sagte Harry verzweifelt. Aber ich tick doch nicht aus, Harry, sagte Hermine mit einem aufgesetzten Engelsgesicht. Ron veralberte sie und sagte: Nein, nie und nimmer. Du doch nicht, Hermine. Frag mal Malfoys Unterkiefer, was der dazu sagt. Er spielte auf eine Situation in der dritten Klasse an, als Hermine Draco einen Kinnhaken verpasst hatte, nachdem er sie zu sehr provoziert hatte. Okay, Ron, Harry, ich verspreche, dass ich nicht austicken werde, wie ihr euch auszudrücken pflegt, sagte sie mit ruhiger Stimme. Die Gunst der Stunde nutzte Harry, indem er schnell hintereinander sagte: Severus hat dich beobachtet. Es klang eher, als hätte er genießt, weshalb Ron und Hermine gleichzeitig nachfragten: Was? Tief Luft holend wiederholte Harry: Severus hat dich beobachtet. Beide starrten ihn an, als würden ihm Hörner aus der Stirn wachsen, sodass er erklärte: Wop, mein Elf hat mich gleich auf dem Quidditch-Feld aufgesucht und mir gesagt, dass jemand in der Bibliothek hinter meiner besten Freundin stehen würde und... Hermine sprang ängstlich von ihrem Platz auf und blickte hinter sich. Dort stand ein Bücherregal und... Als ich hergekommen bin, um nachzusehen, da habe ich ihn hinter dem Bücherregal stehen sehen. Er muss meine Anwesenheit bemerkt haben, weil er sich plötzlich umgedreht hat und... schilderte Harry innehaltend, weil Hermine plötzlich ganz aufgeregt war, was er gut nachvollziehen konnte. Mit einer Hand vor dem Mund blickte sie erst hinter das Regal, dann auf ihre Freunde, bevor sie die Hand wieder entfernte. Sie wollte Fragen stellen, aber ihre Kehle war wie zugeschnürt, sodass Harry von sich aus erzählte. Es war ihm unangenehm, dass ich ihn ertappt hatte. Ich fand es einfach seltsam, ihn hier stehen zu sehen. Aber viel seltsamer waren seine Augen, Hermine. Du kannst dir bestimmt denken, was ich meine. Er brauchte gar nicht zu sagen, dass die Augen des Professors in dem Moment wieder braun gewesen waren, weswegen sie lediglich verschreckt nickte. Mit zitternden Fingern riss Hermine die Schutzbeschichtung des neuen Eisbechers ab, während sie derweil laut hörbar atmete. Ihr Unterkiefer spannte und entspannte sich. Allgemein war ihr anzusehen, dass sie sehr aufgeregt und wütend war, aber sie hatte ja versprochen, nicht in die Luft zu gehen. Ihre Stimme bebte, als sie ihren beiden Freunden gezwungen ruhig sagte: Okay, ich spioniere ihn aus, er spioniert mich aus. Ist nur fair, oder? Sie dachte hysterisch auf, bevor sie mit drohender Stimme versprach: Ich werde jetzt härtere Geschütze auffahren, Jungs. Der wird mich noch richtig kennenlernen. Gleich darauf stach sie mit dem Löffel tiefe Furchen
auf die Oberfläche des Eises, sodass Ron laut schlucken musste. »Taut so schneller auf?« sagte sie verlegen lächelnd, während Harry und Ron mit großen Augen auf das malträtierte Eis starrten, welches momentan Ähnlichkeit mit einem gepflügten Acker hatte. »Ich glaube, es ist an der Zeit, dass Snape jetzt wirklich mal mit meiner von ihm so gelobten Hartnäckigkeit konfrontiert wird. Denn ich werde einen Weg finden, dass er meinen Farbtrank zu sich nimmt. Und ich werde auch herausbekommen, ob er von einem Dementor geküsst worden ist.« sagte sie drohend. Ron schluckte nochmals, bevor er es wagte zu sagen. »Sei mir nicht böse, Mine, aber verrenn dich da nicht in etwas. Ich glaube nicht, dass Snape von einem Dementor geküsst worden ist. Er ist halt nur ein sarkastischer Bastard und von mir aus jetzt auch noch ein krankhafter Voyeur. Aber er ist kein bemitleidenswertes Opfer eines Dementors.« »Ich hab da eine Idee«, sagte Hermine mit böse funkelnden Augen. Stöhnend, sagte Ron. »Oh, Merlin, ich mag es nicht, wenn du in so einem Zustand Ideen hast.« Harry hingegen forderte: »Schieß los!« Sie schnappte sich das Eis, nahm einen Löffel und erklärte dann: »Du hast doch deinen Irrwicht in Snapes Büro gelagert.« Harry nickte, sodass Hermine fortfuhr: »Ich werde mal sehen, ob ich das hinbekomme, seinen Irrwicht in Erfahrung zu bringen, wenn der nämlich...« Ron unterbrach lauthals und meckerte: »Hast du einen Knall? Der wird dich dafür töten.« Hermine schnaubte nur und erklärte: »Ich mache es doch nicht offensichtlich, eher so, dass ich gegebenenfalls heroisch als Retter einschreiten kann, wenn er zu schockiert sein sollte.« Harry war von Hermines Idee gar nicht begeistert und sagte aufgebracht: »Ich will wirklich nicht, dass Severus einen Herzinfarkt bekommt. Ist es denn wirklich notwendig zu wissen, welche Gestalt sein Irrwicht annimmt?« »Natürlich ist das wichtig. Wenn meine Theorie stimmt, dass er einem Dementor ausgesetzt gewesen sein könnte, dann wäre es höchstwahrscheinlich, dass dieses Erlebnis seine größte Angst darstellt. Und sein Irrwicht würde das bestätigen, wenn der die Gestalt eines Dementors annehmen würde. Oder halt dementieren, wenn er eine andere Gestalt annehmen sollte. Ihr wisst ja noch sicher, wie Snape in der heulenden Hütte zu Sirius gesagt hatte, dass es einem den Verstand rauben würde, so einem Kuss nur zuzusehen. Aber er meinte, er könne sich zusammenreißen. Warum hat er das wohl gesagt?« Ron und Harry schauten einen Moment lang verdutzt rein. »Merlin, sowas merkst du dir?« fragte Ron plötzlich ungläubig. »Ich habe mir auch gemerkt, dass du in der 3. Klasse über meinen möglichen Irrwicht gesagt hattest, er wäre vielleicht eine Hausaufgabe, für die ich nur 9 von 10 möglichen Punkten bekommen hätte«, konterte Hermine vorwurfsvoll. Nachdem Ron sich nicht dazu geäußert hatte, sagte sie: »Noch eine Frage?« »Ich sage nichts mehr ohne meinen Anwalt«, erwiderte Ron witzelnd. Dann seufzte er einmal, bevor er fragte: »Ist euch noch nie die Idee gekommen, dass man ihn vielleicht einfach mal fragen könnte?« Harry und Hermine blickten ihn völlig entgeistert an, als hätte er eben eine Schnecke ausgespuckt, ohne es selbst zu bemerken. »Das wird nicht möglich sein«, erklärte Hermine. Ron schnaufte einmal und sagte dann: »Also bitte, warum denn nicht? Man geht hin zu ihm und sagt: Hi Snape, hübscher Flubberwurm, den Sie da haben, wo wir gerade bei schmierigen Kreaturen sind. Warum sind Sie neulich ausgeklinkt, als Sie Harrys Babydecke gesehen haben?« Seine Freunde blickten ihn aus großen Augen an, bevor Harry bierernst sagte: »Okay, Ron, diese Aufgabe übernimmst dann du, während ich Remus wegen der Dementoren frage. Und Hermine?« »Moment mal, ich kenne ihn am wenigsten von uns dreien. Wäre besser, wenn einer von euch...« Hermine unterbrach Ron und sagte: »Harry und ich haben mehr als einmal erfahren müssen, dass Snape einen völlig abblockt, wenn man tiefgehende Gespräche führen möchte. Oder er wird gleich skeptisch und gibt nur unzureichende Antworten. Nein, ihn zu fragen können wir vergessen. Das würde ihn nur noch mehr in die Abwehr zwängen.« »Ja, Ron, da hat Hermine leider recht. Mit Severus zu sprechen ist nicht leicht, wenn es nicht auf oberflächlicher Basis geschieht. Ich glaube, es ist so, wie Mine es mal gesagt hat. Je näher wir seinem Geheimnis kommen, desto defensiver wird seine Haltung uns gegenüber. Denk doch mal an die Sache mit dem Denkarium und wie er Mine fertig gemacht hat«, stimmte Harry ihr zu. »Ja, danke, erinnere mich bloß nicht nochmal daran«, meckerte sie kurz zurück. Selbst wenn Harry die Idee mit dem Irrwicht im ersten Moment für abwegig hielt,
so war er doch allein von der Tatsache, dass seine schlaue Hermine diese Theorie erdacht hatte, nicht mehr ganz so ungläubig wie zu Beginn. Hermine dachte über viele Ecken, sodass Ron und er oftmals nicht mit ihr mithalten konnten. Ihre Theorie könnte sich durchaus bestätigen, nur weil sie sie erdacht hatte, weswegen er leise sagte: Du kannst recht haben. Natürlich kannst du recht haben. Du bist Hermine Granger. Er lächelte, bevor er doch mit bedrückter Miene sagte: Sei mir nicht böse, Hermine, aber das mit Severus und dem Irrwicht machst du alleine. Selbst wenn du recht haben solltest, finde ich, dass es zu sehr in seine Privatsphäre eingreift, seinen Irrwicht in Erfahrung bringen zu wollen. Du hast ihn selbst erlebt, wie er sein kann, wenn man seinen persönlichen Dunstkreis strapaziert. Sei mir nicht böse, aber ich halte mich da raus, denn es ist immerhin mein Irrwicht da im Schrank. Feigling, sagte sie frech lächelnd. Offenbar hatte Hermine mit keiner Hilfe gerechnet und womöglich hatte sie auch schon einen Plan. Harry, das ist die Chippendale-Truhe, die in seinem Büro steht. Nachdem er genickt hatte, sagte sie: Ich werde da was deichseln. Ich locke ihn irgendwie aus dem Büro raus, öffne die Schublade ein wenig und wenn er wiederkommt, ist er der Truhe am nächsten. Ich werde dann heldenhaft zur Hilfe eilen, wenn er den Irrwicht selbst nicht erledigen kann. Sagte Hermine, doch dann seufzte sie. Mein Gott, ich höre mich wirklich gemein an, oder? Lachend nickten Harry und Ron. Eher zu sich selbst, sagte Hermine noch: Ich hoffe, das ist alles zu seinem Besten. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.